Jahres mit 83 Impfungen, die durch die Klimaerwärmung bald verschwunden sein werden. Trinkwasser ist lebensnotwendig und durch den steigenden Wasserspiegel bedroht. Die Bewohner von Vanuatu sind zu 80% Christen und Christinnen und der Glaube ist ein sehr wichtiges Element in ihrem Leben. Die Menschen leben zwischen zwei Welten, auf dem Dorf mit traditioneller Kleidung wie dem Bastrock und in den Städten mit Jeans und T-Shirt. Herzlich willkommen zum Weltgebetstag 2021, der von Christinnen der Republik Vanuatu vorbereitet wurde und der auch in diesem Jahr nicht ausfällt. Die Frauen aus Vanuatu begrüßten uns mit der traditionellen Wassermusik, die Mütter an ihre Töchter weitergeben. Sie ist ein Zeichen ihrer Gemeinschaft und Lebensfreude. So wollen wir auch einander begrüßen. Seid willkommen! Wir heißen euch, unsere Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt, willkommen im Namen des Vaters, des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Lässt walten. Walten. Und hoffet auf ihn alle Zeit. Und hoffet auf ihn alle Zeit. Auf ihn alle Zeit. Alle Zeit. Den wird er wunderbar erhalten. Den wird er wunderbar erhalten. Wunderbar erhalten. Erhalten. In aller Not und Traurigkeit. In aller Not und Traurigkeit. Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut. Wer Gott dem Allerhöchsten traut. Dem Allerhöchsten traut. Traut. Der hat keinen Sand gebaut. Der hat auf keinen Sand gebaut. Keinen Sand gebaut. Gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Brach? Was hilft es, dass wir alle wollen? Beseufzen unser Ungemach. Wir machen unser Kreuz. Man halte nur ein wenig Stille. Man halte nur ein wenig Stille. Ein wenig Stille. Stille. Und sei doch in sich selbst vergnügt. Und sei doch in sich selbst vergnügt. In sich selbst vergnügt. Vergnügt. Wie unsers Gottes Gnadenwille. Wie unsers Gottes Gnadenwille. Gottes Gnadenwille. Gnadenwille. Wie sein Allwissenheit es fügt. Wie sein Allwissenheit es fügt. Es fügt. Fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt. Gott, der uns sich hat auserwählt. Hat auserwählt. Auserwählt.
der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Was uns fehlt. Fehlt. Vanuatu ist ein Südseeparadies. Blaues Meer mit exotischen Fischen und Korallen. Traumstrände und dahinter ein tropischer Regenwald mit Überfluss an Früchten. Überall freundliche Gesichter. Zu Recht, denn die Bevölkerung der Nil Vanuatu stand mehrere Jahre an erster Stelle weltweit im Glücksindex. Die 83 Inseln liegen irgendwo zwischen Australien, Neuseeland und den Fidschi-Inseln. Genau da, wo wir denken, dass das Ende der Welt sein muss. Die meisten der knapp 290.000 Einwohner leben in kleinen Dörfern, von denen manche nur vom Meer aus oder über schmale Pfade durch den Regenwald erreichbar sind. Die Hauptstadt, Port Vila, ist auf der Insel Efate und ist Anziehungspunkt für viele Menschen von anderen Inseln auf der Suche nach Arbeit. Kinder und Jugendliche gehen für die weiterführenden Schulen oder Studium auch dorthin. 1980 wurde Vanuatu unabhängig. Seit 1887 hatten Frankreich und Großbritannien das Land unter dem Namen Neue Hebriden verwaltet. 85% der Bevölkerung in Vanuatu sind christlich. Im 19. und 20. Jahrhundert entsandten verschiedene westliche Kirchen Missionare und Missionarinnen auf die Insel. Mit der Verbreitung des Evangelismus endete der Kannibalismus und auch viele Stammesfehden zwischen den Clans wurden beigelegt. Der christliche Glaube prägt die Lebenswirklichkeit auf Vanuatu. Die Kirche genießt einen hohen Stellenwert. Die Menschen in Vanuatu pflegen ihre Bräuche und sind stolz auf das Wissen, das ihnen ihre Vorfahren überliefert haben. In vielen Dörfern leben Menschen noch traditionell und sehr im Einklang mit der Natur. Sie ernähren sich von dem, was der Regenwald ihnen an Früchten schenkt und was sie im Meer fangen. Rund 80% der Bevölkerung leben von Subsistenzwirtschaft. Vanuatu besitzt keine Bodenschätze. Eine der Haupteinnahmequellen des Landes ist der Tourismus. Gerne wird das Land als eines der letzten Paradiese dieser Welt angepriesen. Auch weil es dort keine gefährlichen Tiere, keine giftigen Schlangen oder Skorpione gibt. Doch es gibt auch eine Kehrseite. Vanuatu ist weltweit das am stärksten durch Gefährdung von Naturgewalten und Folgen des Klimawandels ausgesetzte Land. Verheerende Zyklone schlagen dort immer häufiger auf. Der Meeresspiegel steigt und steigt. Vanuatu liegt zudem im pazifischen Feuerring mit mindestens 7 aktiven Vulkanen und regelmäßigen Erdbeben. Als besonders schwerwiegende Folge des Klimawandels gelten die veränderten Regenmuster. Die Durchschnittstemperaturen steigen und insgesamt fällt weniger Regen. Das führt bereits jetzt zu Ernteausfällen. Andererseits kommt es immer wieder zu extremen Starkregen, der alles überschwemmt und große Schäden anrichtet. Juliette Vita ist die bekannteste Künstlerin von Vanuatu. Sie hat für den Weltgebetstag ein Bild gemalt, in dem sie ihre eigenen Erfahrungen während des verheerenden Möbelsturms Pem im Jahr 2015 verarbeitet hat.
Für die Frauen ist das Leben in Vanuatu aber sehr schwer. Sie sind dafür verantwortlich, dass es den Männern gut geht, dass die Familie zu essen haben. Sie sorgen dafür, dass Obst und Gemüse wachsen kann und verkaufen auf dem Markt, was sie erübrigen können. Auch sind die Frauen dafür verantwortlich, dass die Familie das Schulgeld für die Kinder zahlen kann. Ein großes Problem darüber hinaus ist die allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen. Über die Hälfte der hat bereits Gewalterfahrung in einer Partnerschaft gemacht. Zwischen all diesen widersprüchlichen Bedingungen muten uns die Frauen des Weltgebetstags aus Vanuatu die Frage zu: Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät? Dazu laden uns die Frauen aus Vanuatu ein, an Althergebrachten zu rütteln, uns neu zu vergewissern, ob das Haus unseres Lebens auf sicherem Grund steht oder ob wir nur auf Sand gebaut haben. Feiern Sie diesen herausfordernden Gottesdienst mit uns und mit Millionen von Frauen, die sich am ersten Freitag im März die Hände reichen, über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg und den Lobgesang auf Gottes wunderbare Schöpfung anstimmen und um Frieden beten. Hören wir den ersten Vers vom Psalm 127. Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich die daran bauen. Wenn Gott die Stadt nicht behütet, wachen vergeblich die, die sie behüten. Glücklich sind alle, die auf Gott als Baumeister vertrauen. Lasst uns zu ihnen gehören. Amen. Wir sind dankbar für die großartigen Dinge, die Gott getan hat. Heilig, heilig, heilig bist du, Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, unser Gott. Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle geschaffen. Von Anfang an bist du in der Geschichte deines Volkes gegenwärtig. Gott der Liebe, auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir preisen dich. Heilig, heilig, heilig bist du, Gott. Du bist heilig. Du bist heilig, du bist heilig, unser Gott. Danke für unsere Gemeinschaft untereinander und mit den Schwestern und Brüdern, die rund um die Erde zum Weltgebetstag versammelt sind. Für die großen, wunderbaren Dinge in unserem Leben und unseren Völkern. Du gibst uns Verantwortung, Weisheit, Wissen und Verständnis, damit wir für all die schönen Inseln und Länder Sorge tragen können. Sorge tragen, Sorge tragen, Sorge tragen. Hi.
bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, unser Gott. Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die saubere Umwelt, für den strahlenden Sonnenschein, das blaue Meer und für das stille, ruhige Wasser der Vanuatu-Inseln. Für die Stimmen der Landtiere und die Geheimnisse der Fische im Meer und in den Flüssen. Danke für die Wasserfälle, die sich wie Regen ergießen und uns deine Größe und Kraft machtvoll verkünden. Bauen könnten. Und was für ein Ort, an dem ich ruhen könnte. Wir kommen in Demut zu dir und beten, dass du uns deinen Geist der Weisheit und Erkenntnis schenkst. Lehre uns, die Wahrheit zu erkennen. Leite und führe uns zu einem Leben, das dir entspricht und dir Freude bereitet.
In aller Demut wollen wir dir ein Haus sein, in dem du wohnen kannst. Verwandle unsere Leben und unsere Völker durch die Kraft deines Wortes. Führe uns zu einer Gemeinschaft zusammen, die in Gerechtigkeit und Frieden lebt. Höre Gott und hilf uns in Europa, dass unser Leben ein gelebtes Danke für deine großen Taten wird. Barmherziger Gott, nimm unsere Versprechen an. Von den Frauen aus Vanuatu lernen wir, dass sie die Fülle ihrer Pflanzen- und Blumenwelt nutzen, um durch sie mit anderen in Kontakt zu treten, wenn sie sich beispielsweise mit einer Nachbarin oder Besucherin anfreunden wollen, legen sie ihr ein paar frische Blumen auf die Terrasse oder vor die Tür. Das ist für uns hier gar nicht so fremd, dieses »Lasst Blumen sprechen«. Wir fanden das so genial und wollen heute Blumen von Frauen sprechen lassen. Ich spreche für Retu. Sie erzählt, ich bin das zweite Kind einer achtköpfigen Familie. Ich verließ die Schule am Ende der 6. Klasse, weil es für meine weitere Ausbildung kein Geld mehr gab. Meine Familie konnte nur meinen älteren Bruder zur Schule schicken, nicht aber mich. Ich bin ihm die Zweitgeborene und ein Mädchen. Eines Tages hörte ich von einem Nähkurs für Mädchen im Ort. Ich bewarb mich und wurde angenommen. Aber mein Vater konnte das Kursgeld nicht bezahlen. Ich war total entmutigt. Ich hatte ja kein eigenes Geld. Ich wollte unbedingt weiterlernen, aber im offiziellen Schulsystem war das nicht möglich. Ich bin zur Kirche gegangen, um meinen Durst nach Bildung zu stillen. Ich schloss mich der Jugendgruppe an, nahm an Bibelstunden teil und engagierte mich später in der Frauenarbeit. Meine Hartnäckigkeit und mein Glaube an Gott haben meine Wege finden lassen, mich selber weiterzubilden. Und ich habe auch etwas gelernt, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen und für meine Familie sorgen kann. Mit meinem neu erworbenen Können verkaufe ich jetzt Handarbeiten auf dem Mama-Markt, zusammen mit anderen Frauen, die wie ich wenig Zugang zur Bildung hatten. Ich kümmere mich um meine Familie, mit der mich Gott gesegnet hat. Mein Mann und ich haben 3 Kinder. Ich preise Gott für alle Segen, die ich in meinem Leben erfahren habe. Ich danke Gott. Er ist die Quelle meiner Kraft. Er hat mir geholfen, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Gott hat mich stark und klug gemacht. Danke für deine Geschichte. Auf dem Land haben viele Kinder weite Schulwege. Sie müssen deshalb schon in sehr jungen Jahren die Familie verlassen und im Internat leben. Es gibt keine allgemeine Schulpflicht. Unterrichtet wird entweder auf Französisch oder Englisch. In den ländlichen Gebieten sprechen die Menschen ihre eigenen Sprachen. In der Stadt benutzt man die Sprache Bislama, um sich zu verständigen. Der gleichberechtigte Zugang zu Schulen für Jungen und Mädchen ist immer noch nicht erreicht. Hilf hören und handeln, o Gott. Hilf hören und handeln, o Gott. Ich spreche für Mutti. Sie erzählt, mein kleiner Bruder und ich sind bei meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Als meine Mutter wieder heiratete, ließ sie uns bei unseren Großeltern. Dann heiratete mein Vater wieder und nahm uns mit in seine neue Familie. Als aber unsere Stiefmutter eigene Kinder bekam, änderte sich ihre Einstellung zu uns völlig.
Nun gab es noch mehr Kinder, die essen wollten, und der Platz im Haus reichte nicht für alle. Deshalb musste ich ausziehen und mein Essen auf der Straße suchen. Ich musste sogar außerhalb des Hauses in einer Hütte schlafen. Einen alten Kobrasack benutzte ich als Decke, um mich vor der Kälte zu schützen. Irgendwann traf ich Menschen, die an Gott glaubten und mir sagten, dass er mich liebt. Weil es mir so schlecht ging, konnte ich diese Art von Liebe nicht wirklich verstehen. Ich entschied mich aber zu vertrauen. Ich vertraute darauf, dass Gott sich um mich kümmern würde, auch wenn ich in meiner Familie kein Zuhause mehr hatte. Dieses Vertrauen wuchs in mir und wurde zum Fundament meines Lebens. Ich bin stark in meinem christlichen Glauben und teile meine Geschichte mit anderen. Wir dürfen auf Gott und seine Fürsorge vertrauen. Heute bete ich für Kinder, die wie ich auf sich selbst gestellt sind. Denk daran, Gott hat sie lieb. In jedem Land der Welt sollen sie ein Zuhause haben. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Das geschätzte Bevölkerungswachstum in Vanuatu ist eines der höchsten im pazifischen Raum. Mangelernährung ist ein Problem auf dem Land und in der Stadt. Die Familien bauen in ihren Gärten traditionell Obst und Gemüse an. Aber die Lebensmittelindustrie bedient mit Milchpulver und Fertiggerichten immer mehr Menschen, auch Säuglinge und Kinder. Hilf hören und handeln, o Gott. Hilf hören und handeln, o Gott. Ich spreche für Jacqueline. Sie erzählt, ich komme vom Dorf. Schon als junges Mädchen träumte ich davon, am Port Vila im Tourismus zu arbeiten. Deshalb bin ich nach Port Vila gegangen, um eine Stelle im Gastgewerbe zu suchen. Aber ich habe dafür nicht die Ausbildung. Hier habe ich keine Familie. Ich lebe am Rand in der Stadt. Ich habe kein Geld für eine ordentliche Unterkunft und richtiges Essen. Ich kann aber auch nicht in mein Dorf zurückkehren. Ich weiß, das ist nicht Gottes Plan für mich, aber ich weiß noch nicht, was ich sonst tun soll. Ich bete, dass die ländlichen Gebiete von Vanuatu mehr Beachtung finden, damit die Jugendlichen in ihren Dörfern die Möglichkeit finden, die sie suchen. Ich vertraue darauf, dass Gott das Nötige schenken wird, damit junge Menschen sich entwickeln und zum Aufbau von Vanuatu beitragen. Danke für deine Geschichte. 75% der Bevölkerung leben auf dem Land mit geringen Beschäftigungsmöglichkeiten. Deshalb wandern die jungen Menschen in Gebiete mit besseren wirtschaftlichen Bedingungen ab. Sie haben aber nur eine minimale Schulbildung und nicht die nötigen Kenntnisse, um in der Stadt eine Stelle zu finden. Die hohe Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen schaffte eine Generation, die für sich keine Zukunft sieht. Das ist ein großer Verlust für das Land. Politische Maßnahmen und Entwicklungsprogramme für die ländlichen Gebiete sind notwendig, damit junge Menschen in ihrer Dorfgemeinschaft bleiben, dort ausgebildet werden und Arbeit finden können. Gott, du bist der Urgrund, im Wandel der Zeiten, du bist
bleib in unserer Mitte, Christus, Christus, verlass uns nicht. Dein erster Wort ist unser Rat, so sucht uns Schutz. Amen, 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 Amen. Du bist die Quelle des Lebens, du bist die Quelle des Lebens. Euer Vater, barmherzig ist, so spricht Jesus Christus.
Lassen Sie uns nun gemeinsam beten. Gütiger Gott, wir loben und wir preisen dich für den reichen Segen, den du uns geschenkt hast. Familie, Freunde und Freundinnen, unser Zuhause, Nahrung und Wasser. Wir danken dir, dass wir mit Einfallsreichtum unsere Familien trotz aller Schwierigkeiten durchbringen. Heute bringen wir einen kleinen Teil unseres Reichtums vor dich. Wir geben ihn an die Weltgebetstagsgemeinschaft, damit dieses Geschenk all denen zugutekommt, die es brauchen, bei uns und überall auf der Welt. Amen. Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt. Gott, du bist Anfang und Ende, und auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir für uns, für den Frieden auf der Welt und unsere Familien uns einsetzen. Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände. Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten. Gib uns die Kraft, für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen. Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischer und kultureller Vielfalt leben können, wie in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt. Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürme und Vulkanausbrüche bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaft vor Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. Wir beten gemeinsam zu Gott, für uns, Vater und Mutter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unser Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehen Sie nun hin mit dem Segen Gottes. Wir freuen uns über die Gegenwart Gottes in uns und mit uns. Gott, führe und leite dich. Gott, erneuere dich und heile die Völker und Nationen. Gottes Wille geschehe in deinem Haus, so wie im Himmel. Amen. Amen. Denk daran, wenn du hinausgehst. Alle die, die die Worte Jesu hören und sie tun, sind wie kluge Menschen, und ihr Haus wird den Fluten standhalten. Geh und baue dein Haus auf Jesu Wort. Amen. Geht mit dem Segen im wundervollen Namen Jesu Christi, unseren Herrn und König.